Hallo, du Liebe, hallo, du Lieber und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenblick. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind oder neu sind, ich mache das mit der Akasha-Chronik. Ich verbinde mich immer mit der Akasha-Chronik und dann gucken wir mal, was in der nächsten Woche so auf uns zukommt, dass wir einfach schon mal so ein bisschen gewappnet sind. Ne? Ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Aber auch hier ist es natürlich ein kollektives Channeling. Das heißt, ich channel das jetzt für alle die, die hier auch diesen Wochenblick sich anhören. Und da kann es natürlich sein, weil jeder ist ja auf einer unterschiedlichen ja, Zeitlinie mehr oder weniger, also in einer unterschiedlichen Entwicklung auch drin. Ne? Und dementsprechend wird es Überschneidungen geben, sonst wärst du jetzt auch nicht hier. Also es wird eine Botschaft für dich mit drin sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass manches vielleicht nicht so auf dich zutrifft. Ja? Falls du hier ein Schnarchen im Hintergrund hörst, das ist mein Hund. Die schnarcht hier gerade einen ab. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht so laut, aber nur, dass du Bescheid weißt, das bin nicht ich, die zwischendurch einschläft, sondern es ist der Hund, der schläft. Genau, okay. Also, liebe Lehrer, Hüter und Meister der Akasha-Chronik, liebe Urquelle selbst, was ist denn hier in der nächsten Woche so wichtig für das Kollektiv, für diese Zuschauer? Was darf ich damit geben? Was ist so die Energie in der nächsten Woche? Also ich habe tatsächlich leicht das Bedürfnis, so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht zu legen. Also was ich da gleich reinkriege, ist so dieses, so ein bisschen wie so verliebt sein. Vielleicht auch so einen heimlichen Crush zu haben. Also es kann für den einen oder anderen sein, dass die da halt ja, so einen Aufschwung haben. Ob das ist jetzt in der Partnerschaft, dass da so eine neue Verliebtheitsphase wiederkommt. Ja, es ist ja auch immer in der Partnerschaft. Das ist ganz normal. Da geht es natürlich nicht immer nur bergauf, sondern da geht es dann auch mal vielleicht wieder ein bisschen runter und dann aber wieder hoch. Das ist ja ganz normal, ja. Aber dass da so eine Verliebtheitsphase kommt, genauso kann es aber auch sein für die Singles, dass die da vielleicht jemanden kennenlernen, wo sie denken so, huch, wo kommt denn er oder sie jetzt her? Mensch, ne? Was habe ich denn da verpasst? Oder auch die, die in der Kennenlernphase sind, on-off oder so, dass da wieder so ein neuer Schwung reinkommt, ja. Das ist erstmal so, ich nehme schon so eine sehr leichte Liebesenergie wahr, aber auch die, die Single sind, wie gesagt, und auch niemanden haben, da geht es auch darum, das zeigen sie mir auch ganz klar an, dieses Verliebtsein, aber also auch wenn du in der Partnerschaft bist, ne, generell geht es auch darum, dieses Verliebtsein in sich selbst auch so zu lieben, ne, wirklich in den Spiegel zu gucken, sodass du lächeln musst und denken und du wirklich so denkst, so, boah, das, was ich da sehe, ist einfach nur mega. Ja, ich bin einfach mega toll, weil das ist die Hauptsache. Wenn du und auch wenn du in einer Partnerschaft bist, ja, Affäre, Kennenlernphase und Off-Single bist, es ist immer wichtig, dass du dich selbst nie verlierst, dass du nie deinen eigenen Wert verlierst aufgrund von einer anderen Person oder dich da selbst so sehr verlierst, dass du deinen Fokus verlierst. Ja, es geht immer auch darum, dass zwei Menschen immer noch für sich, ne, in einer Partnerschaft sind. Ja, und natürlich hat man eine Überschneidung zusammen, sonst wäre man nicht in einer Partnerschaft, aber trotzdem dürfen beide Menschen immer noch existieren. Ja. Als einzelne Person. Das heißt, dass du auch weiterhin in deiner Selbstliebe bist und diese nicht abhängig machst vom Außen. Ja. Okay. Was haben wir noch? Jetzt zeigen sie mir Kinder an. Da nehme ich auch eine freie Energie wahr, also recht frei und wild, aber irgendwas ist da wie so ein Bedrücknis auf der Herzebene, nehme ich da wahr bei den Kindern. Also es kann bei den Kindern sein, entweder ob du mit Kindern arbeitest oder selber Kinder hast und oder beides, wie auch immer, kann es sein, dass da es ist wie so ein bisschen unterschiedlich Dynamiken, nehme ich auch wahr. Vielleicht gerade auch, es gibt vielleicht Kinder, die in der Woche sehr aufgehen, sehr frei sind und dann gibt es andere Kinder, die sehr sowieso ja bedrückt sind oder die das vielleicht auch bedrückt, dass sie selbst nicht so frei sein können. Also die nehmen unbewusst, nehmen die sehr stark wahr, wenn sie ein anderes Kind sehen, das sich traut, so und so, so wild und frei zu sein, dass sie sich eigentlich nicht trauen, weil sie Angst haben, wie so dann Ärger zu kriegen. Ja, das ist das, was ich da sehr stark wahrnehme. Genau. Aber wie gesagt, das ist bei denen unbewusst und die können das nicht so zuordnen. Aber das ist wie so ein, ja, wie so ein Trigger, würde ich fast schon sagen, wie so ein Auslöser, ja. Genau, aber da kannst du dann auch nur eben, wie gesagt, entweder sind es deine eigenen Kinder oder du arbeitest mit Kindern, eben mit Verständnis, und dass du da Bescheid weißt, da ist dann im Außen ein Auslöser, wo sie selbst, die Kinder, dann Angst haben, sich so frei zu bewegen oder frei zu sein.
So, dann schauen wir noch mal weiter. Was habe ich noch für die nächste Woche? Was wird da noch angezeigt? Wie ist da die Energie? Was dürfen wir da mitnehmen? Wir zeigen mir jetzt den beruflichen Sektor an, da dürfen wir einmal reingehen. Also ich sehe viel Austausch, wie so viele Meetings. Es kann auch sein, dass da viele Termine reinkommen, ob das ist jetzt Vorstellungsgespräche oder eben Gespräche mit Vorgesetzten, wie auch immer. Also viele Termine, viele Meetings, viel Austausch, Kommunikation. Aber ich kriege jetzt nicht rein, dass du in der nächsten Woche schon direkt weißt, wo das denn hinführt. Ja, also es ist eher so wie, es kommen viele Impulse rein, auch erstmal Möglichkeiten, aber es ist noch nicht die Entscheidungswoche, dass sich dort Dinge entscheiden werden, sondern es ist eher so, dass dort viele Impulse reinkommen. Ja, und du kannst natürlich alles aufschreiben, aber du musst jetzt nicht, oder das brauchst du auch noch nicht, du brauchst jetzt noch nicht in der nächsten Woche Entscheidung treffen. Das heißt, du musst jetzt noch nicht klar wissen, das möchte ich nicht, sondern erstmal vielleicht nur, was gibt es denn auf diesem Teller? Was ist denn da alles möglich gerade? Ja, dass du das erstmal auslotest, dass es darum geht. Genau. Okay, so. Haben wir noch was für die nächste Woche? Das geht hier recht schnell und wie am Fließband hier heute. Nee, da kommt nichts mehr weiter durch. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. Also wir hatten so ein Verliebtheitsgefühl, dabei nicht vergessen, auch sich selbst zu lieben, ne? Also da kommt eine neue Energie rein, denn mit den Kindern haben wir einmal dieses wilde Frei und andere Kinder, die da vielleicht da genau dadurch bedrückt sind, weil sie sich selbst es nicht erlauben, in dieses wilde Freie zu gehen. Da soll ich nochmal sagen, darf ich auch den Impuls mitgeben, wenn das bei deinen Kindern so sein sollte und du das feststellst, weil Kinder spiegeln uns immer was, dann zeigt das, dass du wahrscheinlich dir auch irgendwo nicht erlaubst, so frei zu sein. Ja, weil Kinder spiegeln uns immer unsere eigenen Themen sehr stark. Die sind da knallhart drin. Ja, das heißt, wenn du so ein Kind hast, was so Schwierigkeiten hat, loszulassen, ja, so frei zu sein, so wild zu sein, was da sehr ängstlich vielleicht auch ist, dann kann es sein, da kannst du dann auch mal schauen, wo bin ich vielleicht sehr ängstlich? Habe ich da mein Kind vielleicht auch eine Angst mitgegeben? War ich da vielleicht immer so sehr übervorsichtig und habe das dann mein Kind unbewusst mitgegeben? Ja. Genau, das sollte ich noch sagen. Und beim Thema Arbeit kommt viel, sie zeigen mir wie so ein Teller an, wo ganz viel Buntes drauf liegt. Da kommt immer mehr rauf, ja. Da sich viele Möglichkeiten für dich eröffnen, ob das ist, dass du einen Job suchst, ob das ist, dass du Vorstellungsgespräche hast, ob das ist, dass du innerhalb deiner Firma vielleicht nach was Neuem Ausschau hältst, da mal neue Möglichkeiten bekommst, ja, oder Gespräche mit Vorgesetzten führst, wo du eben fragen kannst, okay, was gibt es hier erstmal für Möglichkeiten oder so, ne, ich möchte mich hier weiterentwickeln oder wie auch immer, das ist alles möglich in der nächsten Woche, aber noch keine Entscheidungen zu treffen, ja, sondern erstmal nur abtasten, genau. Okay. Gut, das war's denn mit dem Wochenblick in der nächsten Woche. Reicht ja auch so an sich, ne? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.